Utopia. Utopia erinnert mich an die Vergangenheit, als Zukunftsvisionen nicht apokalyptisch waren, sondern visionär. Das Bild einer Zukunft, die silbern und glitzern war, mit unglaublichen Maschinen und Autos, mit Raumschiffen, die aussahen wie große Chevys und Stadtsilhouetten, die bis in den Himmel ragten und von mehrstufigen, verknäuten Schnellstraßen durchkreuzt waren, auf der glückliche Menschen zu ihren Arbeitsplätzen eilten. Als Kind erziehen einen diese Zeit, die irgendwo zwischen dem Jahr 2000 und 3000 angesiedelt war, ziemlich großartig, aber noch unendlich weit entfernt. Was an Erkenntnis von dieser Milch- und Honigvision übrig geblieben ist? Während unsere Vorväter eher die Vergangenheit hart und düster zeichneten und die Zukunft rosig, so erlauben wir uns heute einen eher romantisch verklärten Blick auf die Vergangenheit, aber sehen die nächsten Jahre so, wie sie auch sind, nämlich unsicher. Format, geschlossenes. Das ist ganz einfach. Wenn ein Buch geschlossen vor einem liegt, dann bezeichnet man das als geschlossenes Format. Ist es offen, dann ist es offen. Unterton. Gestaltern, gut bekannter Kommunikationsstil bei Kunden aus dem Kulturbereich. Beispiel. Ihr Plakatentwurf ist ganz wunderbar und so mutig geworden und stellt vor allem die Veranstaltung stark in den Vordergrund. In Klammern ist gleich. So richtig kann ich eigentlich nichts erkennen. Können Sie nicht das Logo ein bisschen größer machen? Quellenschrift. Eine Quelle ist immer die Grundlage jeglicher Historiografie, denn sie gibt am unmittelbarsten von einem historischen Ereignis Bericht. Ein Bild macht das optisch, ein Ton macht akustisch und eine Quellenschrift über das Hilfsmittel Schrift vermittelt auf inhaltliche Art und Weise. Flashback? Keine Ahnung, habe ich immer noch keine Ahnung. Wohl irgendwas zwischen Adobe Flash und Flash Gordon. Preview. Es gibt eine Kunstmesse gleichen Namens hier in Berlin, aber da ich bisher noch nicht war, kann ich dazu auch nicht viel sagen. Sneak Previews gibt es auch, aber den Besuch habe ich nach ein paar Sneak Views und grausigen Filmen wieder eingestellt. Auswahl. Die Auswahl des Formates ist eine der Grundsäulen von Grafikdesign im Printbereich. Sowie die Auswahl der Druckmaterialien, der Gestaltungselemente wie Schrift und Bild, der Farbigkeit und wenn man kann, und das ist das Schönste, auch des Inhalts. Vielen Dank.